Hallo, willkommen beim Kanal und zum neuen Video. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute zeige ich dir 9 verschiedene Ideen, die du aus Korken machen kannst. Das Ganze super easy und schnell. Korken bekommst du übrigens bei sehr vielen Supermärkten. Da gibt's so Sammelbehälter und wenn du nett fragst, kriegst du auf jeden Fall ein paar Korken. Ich habe mir außerdem vorgenommen, auf diesem Kanal mehr DIYs zu machen aus Dingen, die man quasi weggeschmissen hätte. Wie zum Beispiel Korken oder Klopapierrollen, beziehungsweise diese innere Rolle von den Klopapierrollen, wenn du verstehst, was ich meine. Lass mich sehr gerne in den Kommentaren wissen, was du so von dieser Serie hältst und was ich so als nächstes DIYen soll. Du kannst auch sehr gerne meinen Kanal jetzt abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du keine Videos mehr und du bist dann Teil von unserer DIY-Squad, also welcome to the glitter world. Ich würde sagen, fang jetzt aber sofort an, also viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Okay Leute, wir fangen direkt mit einer super coolen DIY-Idee an, die ihr bestimmt mögen werdet. Es ist ein Magnet, aber Leute, der ist super specialig und warum werdet ihr gleich sehen. Für dieses DIY braucht ihr zum einen so einen dickeren Korken hier. Und zwar müssen wir jetzt erstmal mit Hilfe von einer Schere oder einem Messer oben ein Loch reinbohren. Seid bei diesem Schritt auf jeden Fall sehr vorsichtig. Wenn ihr ein Loch habt, was groß genug ist, könnt ihr mit Hilfe von Kleber ein Magnet an der Seite dran kleben, so eine Pflanze reinstecken, die man nicht gießen muss, Leute. Also ja, die sind sehr praktisch und schon ist euer Magnet fertig. Falls ihr es liebt, Serien zu schauen, während ihr kocht oder euer Handy allgemein sehr oft runterfällt, Leute, ist das hier die DIY-Idee für euch. Für dieses DIY braucht ihr wirklich nur einfach nur Korken und Kleber. Und zwar müsst ihr 4x3 Korken zusammenkleben. So sollte das Ganze aussehen. Und diese ganzen Einzelteile habe ich dann nochmal wiederum zusammengeklebt, sodass das am Ende mein Zwischenergebnis war. Am Ende habe ich dann in den 2 oberen letzten Spalten wieder Kleber verteilt und in der allerletzten Spalte 2 Korken draufgeklebt und in der davor 3 Korken und on top, also auf diesen Korken, habe ich dann wieder 2 Korken draufgeklebt, Leute. Hört sich komplizierter an, als es ist. Ihr seht aber ja gerade, was ich mache. Und ja, schon ist eure Handyhalterung fertig, Leute. Super easy, super cool und ja, I love it. Idee Nummer 3 ist für alle Leute unter euch, die es zum Beispiel lieben, Chips zu snacken. Meistens ist es ja so, dass man die Packung aufmacht und dann ein bisschen was isst und ja, dann knüllt man die Packung einfach zusammen und lässt sie liegen und die Chips werden dann natürlich etwas weicher und so weiter, aber um das zu verhindern, braucht ihr einfach nur einen Korken. Aus dem Korken machen wir jetzt eine Art Clip, das heißt, ihr müsst jetzt einfach im Inneren vom Korken ein Stückchen abschneiden, damit das Ganze dann am Ende so aussieht. Jetzt könnt ihr eure Chipsverpackung super easy schließen und eure Chips bleiben frisch. Falls ihr specialige Einladungen schreiben wollt oder einfach super extra sein wollt, ist diese Idee perfekt für euch. Für diese Idee braucht ihr eine Kerze. Diese Kerze schmelzen wir und in der Zeit, wo das Wachs schmilzt, machen wir schon mal den Korken fertig. Auf dem Korken klebe ich jetzt einfach ein 2-Euro-Stück dran. Natürlich könnt ihr auch einfach ein paar Cent dran kleben oder andere Münzen aus anderen Ländern. Unseren geschmolzenen Wachs verteile ich dann einfach auf unseren Briefumschlag. Lass es etwas hart werden und bevor es ganz hart wird, drücke ich einfach unseren selbstgemachten Stempel da drauf. Dadurch entsteht einfach so ein richtig cooler, altmodischer Aufdruck, Leute, der, wie gesagt, richtig cool ist für Einladungen und so weiter. Für die Deko-Fans unter euch, I got you. Für dieses DIY braucht ihr 8 Korken und zwar müsst ihr jetzt immer 2 Korken einfach zusammenkleben, sodass ihr am Ende 4 von diesen Doppelpärchen hier habt. Und diese 4 Pärchen könnt ihr jetzt anordnen, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt für dieses Muster hier entschieden, habe alles zusammengeklebt und schon habt ihr euren eigenen coolen Untersetzer. Die nächste Idee ist für alle unter euch, die zu Hause sehr viele Pflanzen haben, wie zum Beispiel Kräuter und so weiter und sie gerne labeln würden. Für diese Idee habe ich als erstes so ein Label hier kreiert. Ihr könnt es natürlich auch einfach handschriftlich machen. Auf jeden Fall habe ich einfach mein Label auf dem Korken draufgeklebt, von der Seite einen Schaschlikspieß reingesteckt und ja, meine Pflanzen gelabelt. Super easy und ich finde, es sieht auch cool aus. Jetzt gibt es eine weitere Room-Deko-Idee, Leute, die so einfach ist und so cool aussieht. Für diese Room-Deko-Idee habe ich zum einen so ein Holzstück vom Baumarkt gekauft für nur 1 Euro und dann habe ich es einfach schwarz bemalt, einfach damit es zum ganzen Zimmer passt. Hier könnt ihr wirklich eure Kreativität freien Lauf lassen und ja, verschiedene Farben benutzen, wenn ihr wollt, Washi-Tape oder Glitzer und so weiter. Ich habe mich jetzt einfach für schwarz entschieden, also ja, ganz schlicht. Das Ganze habe ich einfach trocknen lassen und dann einfach auf der Rückseite mit Hilfe von Heißkleber so eine Schnur dran geklebt, damit ich das Ganze aufhängen kann, denn Leute, get ready, was daraus wird. Für dieses DIY habe ich insgesamt 5 Korken benutzt. Die habe ich einfach auf der Vorderseite mit guess what, yes, Heißkleber dran geklebt, Leute. Und damit noch ein bisschen Farbe reinkommt, habe ich mich dafür entschieden, die Spitzen immer mit Pastell-Acrylic-Farbe zu färben. Wie gesagt, damit alles ein bisschen bunter ist und es nicht einfach nur schwarz ist. Und das Coole ist, dass wenn alles getrocknet ist, ihr es ganz einfach aufhängen könnt und dann zum Beispiel euren Schmuck da aufbewahren könnt, Leute. Und es ist so eine günstige DIY-Idee. Also ich habe für dieses DIY wirklich nur 1 Euro ausgegeben für dieses Holzstück und ja, I love it.
Und es geht direkt weiter mit günstigen Room-Decor-Ideen. Und zwar braucht ihr für die nächste Idee einfach so eine leere Dose hier. Außerdem Heißkleber und natürlich Korken. Ich habe also einfach die Korken mit Hilfe vom Heißkleber auf unsere Dose geklebt. Und zwar habe ich ein bestimmtes Muster gebildet. Wie genau das Muster aussieht, ist etwas kompliziert zu erklären. Aber es ist viel einfacher, es euch zu zeigen. Deswegen, ja, so sieht das Ganze aus. Und ich habe dann einfach immer, ja, darauf aufgebaut. Und quasi die ganze Dose mit den Korken verdeckt, bis, ja, man nichts mehr von der Dose mehr sehen kann. Die Dose kann man dann perfekt benutzen zur Stiftaufbewahrung oder um Pinsel dort aufzubewahren oder ihr könnt auch eine Pflanze reinpflanzen und es sieht auf jeden Fall echt cool aus. Idee Nummer 9 ist super gut zum Verschenken, denn es ist eine Fotoklammer. Für dieses DIY braucht ihr wieder so einen dickeren Korken, einfach weil er viel stabiler stehen kann. Ich habe hier einfach mit Hilfe von einem Schaschlikspieß ein Loch oben reingebohrt und dann einfach so ein Draht hier genommen. Das bekommt ihr im Bastelgeschäft und es lässt sich super easy verbiegen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, daraus ein Herzchen zu formen. Hier könnt ihr wirklich die Form frei entscheiden. Nehmt einfach irgendeine Form, wo ihr dann am Ende auch irgendwas dran klammern könnt. Beim Herzen funktioniert das ja oben ganz gut. Ich habe also einfach, ja, mein Herz reingesteckt, ein Bild dran geklammert und schon ist diese Idee fertig, Leute. Super easy und wie gesagt, auch eine sehr coole Geschenkidee. Ich finde es einfach so cool, wie viele Dinge man allein aus Korken machen kann, aber du kannst dich jetzt auf jeden Fall weiter inspirieren lassen. Hier kommst du einmal zu meinem letzten Room Decor DIY und hier kommst du zu Rebeccas Video. Sie hat alte Klamotten wieder cool gestylt, damit man sie weiterhin tragen kann. Also girl, you slayed that. Du kannst mich auch sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und bis dann.